Bonjour, meine Freunde, was geht? Herzlich willkommen zu dieser wunderschönen Folge von Craft Attack. Gestern ist es ja ein wenig eskaliert mit denen, ne? Heute möchten wir das alles wieder mal hinter uns lassen, Leute, und gemeinsam in die Zukunft schauen. Kevin ist gerade mit am Start. Was geht, dicker Kevin? Hallöchen! Hallöchen, Popöchen, yeah! Hat den erst meine Enderkiste geklaut. Ja, der kam hier und meinte, das ist nur fair und bla bla bla. Bevor das dann eskaliert ist, habe ich ihm die einfach mitnehmen lassen. Ich kann dir zur Not eine geben. Hast du eine dabei? Nee, jetzt nicht dabei, aber weil ich kann ja eine machen. Weil ich komme jetzt halt nicht an meine Sachen ran. Hat nicht Petrit oben eine? Mann, Alter, ist das dumm wieder. Das ist so ein dummer Kack von denen, Alter. Leute, ich möchte jetzt hier nochmal ganz auf die Folge von gestern zu sprechen kommen, auch wenn ich jetzt gerade vorproduziere, was genau das Problem gewesen ist. Denn, meine Freunde, ich bin wieder spontan unterwegs gewesen, weil Jody mir tatsächlich netterweise zum Geburtstag eine kleine Reise geschenkt hat, welche ich auch filmisch für euch dokumentieren möchte. Und ich dachte mir einfach mal, es wäre mal angebracht, sich ja wirklich Zeit zu nehmen. Deshalb musste ich jetzt relativ schnell relativ viel vorproduzieren, Leute. Und ich habe das auch denen vorher gesagt. Und ich weiß halt nicht, was sowas soll, dass ich halt da vorher nochmal abgeschlachtet werde. Keine Ahnung, man. Das ist halt einfach affig, sich dann AFK irgendwie an jemanden zu vergehen. Finde ich halt persönlich nicht so cool. Würde ich tatsächlich auch nicht machen. Auch wenn man das jetzt keiner abkauft an dieser Stelle. Dann halt so unreif zu sein und nicht mal die Sachen wiederzugeben, finde ich persönlich nicht ganz so nice. Aber gut, so ist das dann. Petter hat auch keine Enderkiste oder was? Nee, der hat halt auch keinen mehr. Korrekt, dann habe ich jetzt auch nicht mal die Möglichkeit, an meine Spitzhacke zu kommen und kann dir jetzt gleich nicht mithelfen. Danke an den auf jeden Fall an der Stelle. Warte, ich. Gut, dann würde ich sagen, ich habe noch 35. Ich hab noch 25 TNT dabei, dann würde ich jetzt sagen, sprengen wir einfach den Rest von Denas Haus, oder Kevin? Nein, Leute, jetzt mal Spaß beiseite. Wir müssen auf jeden Fall jetzt mal gucken, dass wir mal wieder chillen. Aber das ist halt so nervig, Alter. Was soll denn sowas, Mann? Das ist halt einfach nur so dermaßen dumm, ey. Das ist einfach der so. Der wird die doch bestimmt bei sich hingestellt haben, die Kiste, Dena, oder? Ja, wahrscheinlich. Ich gehe mal rüber, ich habe Silk Touch, dann baue ich einfach die Kiste. Ja, guck mal. Rüber. Schau mal, ob er das gemacht hat. Ich guck mal ganz bei Patrick im Rotpilz-Sticker. Leute, es ist halt einfach. Gott, Alter. Es ist bei Craftrack wirklich einfach nur noch anstrengend. Ich möchte am liebsten wirklich nur noch mein Haus bauen, Leute. Ich will chillen. Ich will mein Ding hier durchziehen mit Kevin. Ich hab Bock, diese scheiß Batcave zu bauen und so weiter und so fort. Aber ihr merkt ja, es gibt immer irgendwen, der mich abfucken will. Ich meine, ich will jetzt hier nicht bösen Real Talk oder sowas betreiben, Leute. Aber Leute profitieren da natürlich da erstmal view-technisch durch und zweitens natürlich auch dadurch. Ich habe noch eine zweite Enderkiste, Kevin. Alles gut. Komm her. Ja, das ist doch die, die du von ihm geklaut hast, oder nicht? Ja, richtig. Also alles gut. Stellen wir die wieder hin. Ich hatte noch eine Enderkiste, also wenn es wieder quitt, alles super. Aber ja, Leute, ihr wisst halt schon, wie es ist. Ich finde es einfach nur teilweise extrem anstrengend. Ich würde dann am liebsten einfach meine Sache hier durchziehen. Alles schnell fertig bauen, meinen geilen Fortschritt dokumentieren für euch und so weiter und so fort. Aber nochmal, ey, mein Haus ist jetzt so oft in die Luft gesprengt worden. Es ist so viel Kacke passiert. Und ich weiß, dass man Gleiches mit Gleichem eigentlich vergelten dürfte. Das heißt, ich hätte auch nicht hingehen sollen, bei denen zu sprengen. Aber Leute, in dem Moment in dieser Rage ist es so dermaßen schwierig, ruhig zu bleiben. Weil wenn man sich halt denkt, okay, ich muss jetzt heute Abend in diesem Grind. Wir haben jetzt 9:30, Leute. Ja, nur mal so. So, ich habe gestern noch gefeiert, meinen Geburtstag und sowas. Ich bin extrem müde. Ich bin auch noch ein wenig verkatert, aber das kann man, glaube ich, auch so sagen. Dann ist es extrem schwierig zu sagen, okay, ich chill jetzt mal ganz kurz und bewahre jetzt hier Ruhe. Ich möchte jetzt hier einfach meinen Teil durchziehen. Ich möchte jetzt in Ruhe für meine Zuschauer coolen Content kreieren. Dann ist das schon extrem, extrem nervig. Und das finde ich dann an dieser Stelle einfach echt unangebracht, wenn man das vor allen Dingen halt schon weiß, dass halt derjenige sich gerade da so zeitmäßig ein wenig in einem engen Feld bewegt. Und ja gut, aber ist es auch scheißegal, Leute. Reden wir nicht mehr drüber. Vergangen ist vergangen. Ich bin auch denen nicht böse oder sowas. Ihr kennt das, Leute. Wir sind alles Freunde, alles easy, alles gut. Nur es kommt manchmal echt sehr ungelegen. So, Kevin, was jetzt gar nicht ungelegen kommt, ist nämlich, dass du jetzt hier bist. Denn, mein Freund, wir wollen uns gemeinsam in die Batcave machen. Und genau. Ich habe überlegt, Kevin, es wäre doch an der Zeit, dass wir vielleicht mal hingehen und wer hat mein Eisen geklaut? Da ist es. Perfekt. Dass wir mal hingehen und erstmal unten vielleicht Wasser in die Batcave setzen. Denn du weißt ja, dass die Batcave eigentlich auch Wasser hat, ne? Willst du die komplett überfluten unten und dann so Stalagmiten heißen? Genau, ich, die, ne? Aus dem Wasser ragen. Richtig, genau. Sowas, okay, also ich halt willst vor. Du hier alles unter Wasser setzen erstmal unten? Ja, ja, ja. Also ich würde sie auf jeden Fall nochmal ein Stück weit tiefer machen, dass wir das vielleicht schon mal tun können. Pass auf, ich bringe mal ganz so ein paar Stones mit, Leute. Dann fange ich schon mal an, tiefer zu buddeln noch. Richtig, genau. Und dann bringe ich schon mal Wasser mit, Leute. Dann können wir nämlich jetzt schon mal hingehen in die Batcave, nämlich schon mal ein wenig ausbauen. Denn, wie gesagt, das ist ein riesiges Bauprojekt, was auf jeden Fall in den nächsten Tagen ansteht. Und wir möchten da natürlich sämtliche Aufmerksamkeit drauf richten. Mein Haus werde ich dann auch nochmal irgendwann dekorieren. Und irgendwann bin ich auch mal so weit, Leute, dass ich sagen kann, ich kann eine Roomtour machen. Das dauert, wie gesagt, alles wahrscheinlich ein bisschen. Und ich bin noch lange nicht so zufrieden mit dem Haus, wie ich eigentlich zufrieden sein sollte mit dem Haus. Aber es wird Stück für Stück, Leute. So, passt mal auf. Wir haben hier oben unseren Wasserfall, der sich ja hier so wunderschön quasi öffnet, Dude. Dann können wir den ja auch mal so ein bisschen in die Landschaft hier mit einpassen. Das ist hier ein bisschen realistischer aussieht, weil das ist ja quasi das einzige Loch letztendlich, was dir den Einblick in die Batcave gewährt und dieses kleine Loch da oben, was wir dann noch zumachen müssen, Leute. Fan ist halt eigentlich ganz reif. Pass mal auf, wir haben ja hier unseren netten Aufzug. Wenn wir einfach hingehen würden, jetzt hier schon mal um den Aufzug herum quasi schon mal die erste Insel machen. Wobei, Kevin, weißt du was? Wenn ich ehrlich bin, Kevin, ne? Ja. Können wir eigentlich auch das, was wir jetzt quasi hier gerade haben, so schon nutzen? Weißt du, was ich meine? Dass wir das eigentlich als Boden schon so, dass wir einfach den Boden quasi voller Wasser machen. So zwei Blöcke. Ja, tief, ich würde sagen, wir machen den jetzt noch hier kurz so einmal tiefer noch, ja? Genau, die Schicht, die ich jetzt gerade weg wurde, buddeln wir noch weg und dann fluten wir hier alles. Und dann machen wir die Stalagmiten raus. Und woran man ja auch denken
bedenken muss, in der Batcave war es ja auch so, dass der teilweise so Plattformen hatte, die auf den Stalagmiten drauf richtig, waren. Richtig, genau. Und das möchte ich ja auch so ein bisschen machen. Wie gesagt, wir haben nicht allzu viel Platz. Das heißt, wir müssen ein wenig sparen mit dem Platz. Aber ich denke mal, dass wir auf jeden Fall alles trotzdem soweit hinbekommen. Meine Idee ist halt, schau mal hier. Wir haben halt hier den Aufzug. Das heißt, man kann hier quasi aussteigen. Und dann wollte ich hier hinten diesen ganzen Bereich, Kevin, schau mal hier. Ich wollte an diesem Bereich wirklich, da wo seine Kommandozentrale ist, du kennst das ja, da wo sein riesiger, ja, diese Bildschirm und sowas ist, da hat er ja so eine große Plattform aus Stein. Weißt du, was ich meine? Ja, die willst du dann hier quasi richtig, bauen? Quasi. Die sieht dann so aus, dass man da quasi halt nur bis hier vorne abtragen muss. Okay, dann brauchen wir hier gar nicht fluten. Richtig, genau. Das ist dann auch easier für uns. Dann sparen wir jetzt nämlich den Kram ein bisschen. So, und so wird das dann auf jeden Fall Stück für Stück ein bisschen geformt hier werden, meine Freunde. Wie gesagt, das ist nicht allzu einfach, aber wir versuchen natürlich unser Bestes, dass es möglichst, ja, ich sage immer, möglichst detailgetreu ist. Ich habe auch noch vor, mir irgendeiner Weise, natürlich kann man später auch Fische fangen, Leute. Das heißt, wir haben wirkliche Fische mit diesem Undersea-Update, was hier in der 1.13, glaube ich, kommt, die ja bald auch am Start sein sollte. Ne, mit der 1.14 und die kommt irgendwann erst Mitte 2018 oder im Herbst. Was? Ja, also das Ocean-Update, kannst von ausgehen. Ich glaube, das werden wir erst bestimmt in der nächsten Staffel Craft Attack spielen. Oh mein Gott, warum sind die denn so damn langsam damit, Alter? Was ist denn das? Junge, Mojang, what are you doing? Das frage ich mich seit Jahren. Mojang, what are you doing? Ey, euer Game, Alter, so geil. Macht doch mal bitte schneller, Jungs. Was ist denn mit euch? Ich verstehe es wirklich nicht, Mann. Egal. Wir können dann hier quasi rübergehen und dann haben wir hier nochmal die Möglichkeit, eine Plattform zu machen. Hier drüben nochmal. Also wie gesagt, die Cave wird dann noch später cave-mäßiger gestaltet, Leute. Ist jetzt alles nur quasi kleiner Rohbau hier. Aber es geht natürlich jetzt hier erstmal darum, ein wenig Fortschritt zu erwirken und zu schauen, dass die Batcave schon mal wenigstens dem Original ein Stück weit nahe kommt. So, dann würde ich sagen, gehen wir mal jetzt hier hin und füllen auf jeden Fall schon mal soweit hier alles aus. Das müssen wir nicht komplett ausfüllen. Das reicht auch, wenn wir es so ausfüllen, weil letztendlich, Leute, ist es eh scheißegal, was da drunter ist. Das sieht sowieso keiner. Das ist nicht so. Das ist wie in einem Freizeitpark. Kennt ihr das, diese Fetten? Kennst du das, Kevin, aus dem Freizeitpark, diese Fake-Felsen, weißt du, was ich meine? Ja. Die so aus irgendwie so Papp oder sowas. So also so einem harten Styropor oder Plastik. Ja, richtig, genau. Das ist genau das gleiche, Leute, es geht hier um den Look, weißt du? Das Haus muss stabil sein, ganz klar, und die Cave ist ja grundstabil, aber es wäre jetzt clean zur Verschwendung, Leute, das hier komplett aufzufüllen. In diesem Sinne sparen wir uns das hier einfach mal. So, passt mal auf. Ich möchte nochmal ganz kurz erwähnen, Leute, dass ich heute Abend nicht streamen werde, weil ich heute Abend in einem anderen Land bin, meine Freunde, und dementsprechend nicht zum Streamen komme. Werde ich aber dann am Donnerstag nachholen. Vielleicht fangen wir Donnerstag schon ein bisschen früher an zu streamen. Ich streame ja Donnerstag abends noch ein wenig Destiny. Oh, nice. Destiny 2. Hast du Bock drauf? Ich spiele das und ich bin da richtig weit schon. Also ich habe da einen richtig guten Charakter. Na gut, ich bin Level 121, Digga, und mein Lichtlevel liegt bei 140 oder sowas. Also ich bin nicht so krass. Also meinst du Level 20 und Lichtlevel ist nicht so hoch, oder? Ja, richtig, genau. Hast du die Kampagne oder durchgespielt? Level 13? Nee, überhaupt, das ist nicht das Problem. Habe ich noch nicht gemacht. Das muss ich auf jeden Fall noch tun eigentlich. Deshalb. Aber gut, Leute, darum geht es ja gerade nicht. Sondern es geht hier gerade um Craft Attack, ne? So, Kevin, pass auf. Dann können wir ja vielleicht Donnerstag zusammen Destiny spielen. Wie gesagt, das spielen wir Donnerstag vielleicht einfach ein bisschen früher, Leute. Das seht ihr dann noch in der Donnerstag-Folge. Da wisst ihr da Bescheid. Oder folgt mir einfach auf Twitter. Mois. So, ich helfe dir mal ganz kurz hier den Boden schon mal ein wenig auszuhöhlen, Kevin. Dass wir hier dann schon mal Wasser hinsetzen. Aber warte mal, Kevin, eigentlich ist es dumm. Guck mal. So. Wie machen wir das mit dem Wasser hier am besten? Weil guck mal, wenn ich das Wasser jetzt hier hinsetze, hier so, ne? So, dann, ja, dann fließt das ja nicht. Dann haben wir immer diese Strömung drin. Weißt du, was ich meine? Ja, warte, ich weiß, wie wir das machen. Da müssen wir doch nochmal eine Schicht Erde draufbauen, oder? Nein. Eigentlich. Wenn wir das am Rand alles perfekt machen, ja, wir brauchen gleich erstmal eine unendliche Wasserquelle, wenn es geht. Das kriegen wir easy hin. Das machen wir hier oben direkt mal. Pass auf, Leute. Wenn Kevin mir hier schon Signale gibt, was hier abgeht, Leute, dann gehen wir dem Ganzen natürlich direkt mal nach und kümmern uns darum. Hier, so, pass mal auf. Bauen wir hier einfach mal in den Felsen hinein. Das ist total egal, Leute. Wir können uns hier komplett frei bewegen. Das ist unser Berg. Im Sinne stört das hier auch keinen. So, komm mal her. Pass mal auf. Hier 1 und 2. So. Und dann tragen wir ganz kurz den Rest ab, Leute. Und dann geht's auch gleich schon los. Ich bin so gespannt, wie das aussieht, wenn hier überall Wasser drin ist. Das wird schon ziemlich, ziemlich krank aussehen, Leute. Das wird schon ziemlich nice sein, das wird heftig aussehen. Wir müssen auch gucken, dass wir das mit dem Licht richtig geil machen. Ja, mit so, indirekter Beleuchtung halt, ne? So. Ja, wenn so mit dem Shader hier reinkommt, dass das so aussieht, dass das Licht wie so Scheinwerfer wird. Ja, richtig, genau. Und so, genau, dass da die Stalagniten und Stalaktiten so richtig krass beleuchtet sind. Ja, mit so Redstone, Dingern, dass man das vielleicht sogar mit Redstone verkabelt, dass man halt auf einen Knopf drückt, Digga, und das ganze Licht halt in der Halle dann geil ist, weißt du, was ich meine? Ja, Mann, das, ja. So, dass man halt quasi einmal so shiny Beleuchtung hat halt und einmal so eine moody Beleuchtung, die dann so ein bisschen epischer aussieht. Können wir mal schauen. So, passt mal auf, Kinders. Wenn wir das hier alles abgefarmt haben, können wir direkt hingehen, das Wasser setzen. Ich bin mal gespannt, Kevin, den Lifehack, den du da präsentieren möchtest. Dicker, ibims gespannt. So. Ja, wir müssen jetzt noch hier ein bisschen was abtragen. Hat es schon eine unendliche Wasserquelle gemacht hier? Ja, die ist hier oben. Okay, nice. Oh, ich habe hier einmal zu viel abgebaut. Wir müssen gleich einfach nur gucken, dass außen und innen überall an jeder Stelle quasi ein Wasserfleck ist. Und dann verbinden die sich so. Und dann brauchst du noch nicht mal so eine Erdschicht normalerweise. Das geht dann krass. Noch ohne. Okay, nice. Du musst das halt nur richtig machen. Wenn okay, dann komm mal mit. Pass mal auf, dann zeige ich dir das mal. Komm mal, hier oben ist die Quelle, Kevin. Dann bin ich jetzt mal gespannt, Dicker.
wie du das vorhast. Ich habe zwei Eimer dabei. Das heißt, du sagst einfach, ich soll jetzt hier quasi einfach auf der Höhe, ist das ja hier, ne? So. Kannst du mir einen Eimer geben, weil ich habe keinen irgendwie. Hier, so. Oh, warte. Sag okay, mal, du willst das auf der Höhe haben. Ja, genau so. Genau, dann müssen wir überall auf der Höhe jetzt, überall genau immer daneben auch direkt setzen, ne? Also das drumherum und dann einmal in der Mitte und dann müsste die komplette Höhle danach unter Wasser sein. Also schön nicht fließend, sondern dieses Schön ist ja, dass sich hier schon unendliche Quellen bilden, weißt du? Dass man hier, kann man nicht. Achso, kann man nicht. Nee, die bilden sich noch. Damn, jetzt haben wir auch Zombies am Start natürlich, Leute. Ja, ja, klar, weil es hier dunkel ist jetzt, ne? Jetzt das war natürlich nicht so klug, Leute. Das war natürlich nicht so clever, wa? Ja, wenn jetzt gleich hier überall Wasser ist, spawnt nichts mehr. Lassen Sie mich, hören Sie auf! Gehen Sie! Verschwinden Sie! Die ersten Mieter für die Batcave kommen schon. Und den ganzen arbeitslosen Penner wieder hier. Junge, kann ich mir ja nicht geben, Alter. Leute, ich würde sagen, wir machen hier ganz kurze kleine Quick-Timelapse rein und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn wir fertig sind mit dem ganzen Hin und Her. Wasser. So, Kinder, schaut mal ganz kurz, was wir hier gefertigt haben, und zwar eine wunderschöne überflutete Höhle, Mäus. Und ich glaube, Kevin, dein Trick hat nicht funktioniert. Was ist das Problem, Kevin? Warte, ich guck gerade, ob du alles richtig gemacht hast hier auch, die alle richtig geflutet sind. Normalerweise funktioniert der nämlich eigentlich. Kann aber sein, wenn wir eine falsch haben, dann haben wir ein Problem. Ansonsten gehen wir hin. Also ich glaube nicht, dass ich irgendwas... Ebene gesetzt, ne? Ich glaube nicht, dass ich irgendwas übersehen habe, Alter. Also die hast sich einmal quasi alle verbinden, ne? Ja, wir müssen einmal gucken, dass sich das so ein bisschen verbindet. Okay, Leute, jetzt kommt der Magie-Moment. Warte, ich nehme nochmal hier Wasser raus. Hast du noch eine unendliche Quelle irgendwo? Warte, Kevin, jetzt verbinden sie sich, aber es funktioniert trotzdem noch nicht. Nee, warte, hier sind die noch nicht richtig verbunden. Aber jetzt schon, ne? Ja, warte, das sind keine unendlichen Quellen. Das Wasser läuft aber schon echt so ein bisschen verzögert. Scheint gerade ein bisschen zu laggen. Kriegst du das so weit hin da hinten mit dem Wasser? Hä? Bist du noch sauer? Ja. Was machst du da gerade? Geh dich nichts an. Verlass bitte mein Zimmer, Felix. Ich muss dich jetzt bitten, freundlich, dass du mein Zimmer verlässt. Weil sonst. Muss dich jetzt freundlich bitten, das Zimmer zu verlassen. Ich muss mich hier gerade konzentrieren, das ist eine scheiß Arbeit. Nicht, dass dir irgendjemand kaputt macht, ne? Also, ich würde es nur gesagt. Felix, ich warne dich wirklich. Hau ab. So, gehen Sie bitte! Kommt er hier rein, wirkt mich. Kompletter Geisteskranke. Fick dich einfach, du Scheißspiel. Fick dich einfach nur. So, Leute, ihr habt gerade Kevin gehört. Da hat es mehrfach gepiepst, Leute. Alter. Es hat funktioniert. Die Batcave ist auf jeden Fall geflutet. Es hat einfach nur 10.000 Jahre gedauert, Leute. Ich würde sagen, wir haben auf jeden Fall schon mal rapiden Fortschritt gemacht. Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge, Leute. Wenn es dann heißt, dass wir die ganze Kacke wieder abreißen müssen. Aber wir haben es geschafft, immerhin. Die Batcave ist auf jeden Fall jetzt schon mal voller Wasser, meine Freunde. Und ich finde, ganz ehrlich, sie sieht damn sexy aus. Oder findet ihr nicht? Also, ich finde es auf jeden Fall jetzt echt, wenn man sich das so anguckt. So, holla die Waldfee, Leute. Holla die Waldfee. In diesem Sinne, meine Freunde, ich würde mich sehr darüber freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben da lasst. Schaut auf jeden Fall beim lieben Herrn G-Time vorbei. Und ich verabschiede mich. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Ciao, ciao, Leute. Bye, bye.